Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Aktuell sind wir bei der Ernte, Feld Nummer 12. Wo ist eine Frucht? Wo ist eine Frucht? Achso. Dann haben wir jetzt die Aussaatmaschine vorbereitet. Also wir haben aufgefüllt mit Dünger und Saatgut. Faktor reagiert nicht, das ist nicht gut. Der ist fertig, können wir zumachen. Dann, wenn der Traktor nicht will, dann nehmen wir unseren LKW, ne? Fahren wir kurz selber. Das klappt nicht automatisch nicht mehr, wenn er nicht mehr eine Frucht ist. Dann naja, gut. Ist halt so. Dann werden wir gleich eine Fuhre verkaufen. Das habe ich gedacht. Ist also schwieriger, da nebenbei zu fahren. Zumal er ja edlich wenden wird. Glück gehabt. Ah, jetzt reagiert der andere. Okay, jetzt hauen wir ab. So, jetzt machen wir was voll. Da kippen wir eine Fuhre rein und dann schauen wir, wo wir kaufen können. Ein bisschen Geld reinkommt. Meldung durchdrehende Reifen, das ist mir keine gute Meldung. Später sind dann meine andere aufmeldet. So. Na gut, da Meldung weg. Dann schauen wir, wo es günstig ist. Und dann können wir gleich einen Kurs einfahren. So. Ist ja bald fertig. Die erste. Ja, 706 Viehhandel. Da war auch schon mal gewesen. Ah, hat geklappt. Da fahren wir ein bisschen anders. Gehen wir an. Das jetzt klappt mit dem Kurs. Na, schauen wir mal. Da fahren wir ein bisschen anders. Da schauen wir mal, dass wir nicht da unten lang fahren, wo er fast nicht hochgekommen ist mit LKW. 65 Tonnen, wenn es stimmt. Einen anderen Hänger nehmen, ne? Einen kleineren. So. Oh, das wird nicht gut. Das geht nicht gut. das ist kein guter Kurs. Liegt aber daran, dass es dieser Mod für realistische Gewichte. Das heißt, wenn der Hänger 70.000 Liter fassen kann, oder 75.000 Liter sogar, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch entsprechend Tonnen sind. Also, ja, und das ist heftig. Eine heftige Schlagseite. So, da heißt das für mich normalerweise einen kleinen Hänger nehmen, ne? Also der 35.000 hat, dann kommt das eher hin für den LKW.
Aber du kannst den so nicht voll ausreizen von der Geschwindigkeit. Dann sind die Bäume, irgendwie das Gefühl, dass sie bremsen, dass alles auf die Radkappen fährt. Zu weit gefahren. Das heißt, wir müssen den Cosplay zurückstellen. Und zwar Pause. Dann muss er hier abbiegen. Das ist zu schwer. Ganz Punkte zurück. Fahren wir weiter, ne? Und hier kommt noch hinzu, dass hier eine kleine Kante ist. Ich da also ein bisschen drauf. Ich habe angefangen da zu sehen. Ja, gut, was soll's. Dann war es mir zu weit weg. Zu viel Arbeit. Hast du das gesehen, wie der hüpft? Nur wenn er so voll ist. Na, leer hat er nichts. Aber wie gesagt, das ist immer die Gewichte. Ne? Das sind 65 Tonnen. So war der 9,4. Dann könnte er rein theoretisch knapp 30.000 aufladen. Das wäre realistisch. Also wenn man den Hänger ein bisschen nur halb voll machen. So, ein bisschen Geld reinkommt jetzt. Bisschen Kante, bisschen extrem. Kommt ein bisschen Kohle rein, Anführungszeichen. Übrigens hat die Zeit nicht gedrückt. 53.000 und ein paar zerquetschte. Hübsch, hübsch. Dann fahren wir gleich hier rum und fahren dieselbe Strecke zurück. Die andere Strecke ist ungünstig. Das hüpft dann nicht mehr. So, es geht zurück. Das Schöne ist, wir können den Weg jetzt finden, ohne dass wir ihn suchen müssen. Wir haben eine Markierung gesetzt. Nee, ne? Schon wieder. Ach, nee. Na, alles gut. Steckt Verkehr fest, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mal die Innensicht. Gut, jetzt hören wir überhaupt keinen Sound mehr vom Traktor oder LKW. Naja, gut. Das ist aber so verrückt, in Anführungszeichen, weil zum einen ist der Traktor sehr laut. Da überlege ich mal, um den Traktor wegzunehmen. Obwohl, das kann eigentlich sein, dass ich halt nicht höre, aber ich meinen Ton leiser gemacht habe. Okay. Das könnte auch daran liegen.
Mal meinen Ton ein bisschen lauter machen. So. Okay. Wie gesagt, ohne Gewicht ist das Fahrverhalten besser. Sobald ich den Kurs fertig gefahren habe, muss ich mit einem anderen Typen kommen. Also bremst ist gut. Macht die Sache einfacher. Stopp haben wir hier nicht. Wir fahren keine Fahrzeuge. KI-Fahrzeuge werden eh woanders fahren. Ist ja ganz gut so. Also mit Kursplay kannst du mit den Anhängern nicht fahren. Da geht schief. So. Wollen wir keinen Stress machen? Bringt sowieso nichts. So. Wollen wir mal gucken, wo wir es so gut wenden können, dass er niemanden stört. Du steht da oben Fahrzeug, ne? Ah, ja, dürfte gerade so gehen. Die Gefahr ist, wenn er hier zu schnell fährt, dass er hier in den gleichen Zaun fährt. Wie gesagt, brauche ich noch eine Hänge. So. Bisschen ist noch was. Das ist der. Dann können wir eigentlich den Rest noch mal zumachen. Leer gemacht werden, na ja, gut. Ja, gut, macht halt leer. Entschuldigung. Vorne noch eine Ecke, da fahren wir gleich hin. Mal schauen, wie der andere fährt. Sau du. Mit diesen Angestellten, ne? So, können wir den Rest noch machen und dann haben wir es geschafft. Jetzt fährt er genau. Das steht gleich wieder, einer rammt den anderen, ne? Wundern, die beiden Fehler sind ohne Kollision.
So. Das sollte eigentlich fast reichen. Oder Kurs ist gespeichert. Eben noch nicht gespeichert. Aber wir werden mal den Hänger tauschen. Damit den kleinen Hänger besser fährt, in Anführungszeichen. Dazu werden wir den anderen gleich in die Garage reinfahren. Wer will die Tore mal zumachte? Also wir haben noch einen kleinen Hänger da mit ein bisschen weniger Ladevolumen. Ich glaube um die 40.000. Dann lassen wir den kleinen halt verkaufen, wenn der Kurs bleibt. Zumindest mal probieren. Dann müssen wir vorher speichern. Beziehungsweise ja, den einen Haufen da habe ich auch blöd gemacht. So, den brauchen wir nicht aufladen, ne? Dünger und so ein Zeug nicht. Abfahrkurs Startpunkt deaktiviert. Weizen. Gerste. So, einstellen. Wie gesagt, wir werden immer sehen, dass wir das entsprechend hinbekommen. Wenn das klappt, dann werden wir speichern. Ach, Kurzstrecken. Ach. Kurz bisschen. Ach, locker. Und wenn das nicht klappt, dann können wir das speichern und dann. Mehr als 47 Tonnen statt 65, ne? Das ist schon ein Unterschied, ne? Das merkst du auch im LKW, wackelt weniger. Ja, der hat mächtig eiert in der Ecke hier vorne. Ja, der Kurs ist nicht gut. Das heißt, wir werden den Kurs mit dem PKW nachfahren. Da ist nämlich, weil der fährt wenigstens geradeaus, in Anführungszeichen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass er sich auch mal gefangen hat. Denn das ist ja meist nicht der Fall. Wir werden den Kurs gar nicht mehr speichern, das bringt gar nichts ein.
Aber mit dem Gewicht kommt er besser klar. Sollte eigentlich klappen normalerweise. Wir werden uns mal über andere Sachen kümmern. Ja, das ist typisch. Zehn Minuten noch. Na. Den Baum muss er nehmen. Wahrscheinlich werden wir auch den Realistik was rausnehmen. Dann wird es vielleicht besser sein. Das werden wir gleich mal testen in der nächsten Folge. Oder wollen wir den Kurs speichern? Das tun wir hier gleich mal. So. Ja. Verkauf. Der Huf. Erste. Lassen wir stehen. Wir machen mal die Dreschen abfließen. Und dann beenden wir die heutige Folge. Und dann machen wir mal den Mod raus. Dann ist der Acker fertig. Und dann werden wir in der nächsten Folge alles schön wegräumen. Wir schlafen hier zu früh. Also schlafen kommen wir nächste Folge nicht. Da werden wir mit der Aussaat beginnen. Hauptsächlich vergesst nicht einzustellen. Raps. Hinterher, wenn er Gas gibt. Ja. Der Kurs weg. Bin gelöscht. Dann war es keine Absicht. Nach vorne rein. Und dann nicht weiter, ne? Sollte eigentlich reichen. Oh, ja. Alles machen wir noch fertig. Bürste, wie voll der Drescher ist. Aber dann müsste fast leer sein. Die fahren wir schon mal zurück. Richtung Hof. Der hat mit 31 Tonnen. Und der hat zwei Hänger mit 20.000 Liter. Da kommt das eher hin. Der Fahrphysik, denke ich mal so.
Wir haben noch einige Bäume vor uns. Damit das näher wächst, kann man entsprechend Bäume fällen. BGH ist voll. Dann nehmen wir hier vorne hin. Sollte reichen von der Menge her. Ja. Dann werden wir gleich mal nach Hafernich und gleich einstellen. Raps. Und das ist immer laut, ne? Was hat den anderen nehmen? Und der ist schön stark, der. Da kommt dann nicht um die Krone rum. Dann fahren wir oben lang. Die großen Maschinen haben aber diesen großen Nachteil, dass die auf engen Raum nicht klarkommen. So wie hier. Das ist verdammt eng. Oder hier, wenn hier einer geparkt hat, hier oder wer hier. Hütte gebaut hat hier. Ja, gerade so. Starten wir mal gleich den Kurs. Den müssen wir neu laden. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir den schon haben. So. Ja. Aussaat Feld 12. Das ist nur das Blöde. Den lösche ich mal. Dann hier mal was Neues. Feld 12 ist ein bisschen blöd geformt. Und ja. Speichern wir gleich. Haben wir gelöscht und mal ausspeichern. Aus. Start. Feld. 12. 14. Wieder. Gas, du. So, das ist schon mal gestartet. Das dürfte gleich klappen. Raps, Dünger ist voll. Wird nicht reichen. Ja, da hätte man das Gras machen müssen. Na, egal. Drescher. Schwarze. Wo ist er? Da ist er. Lassen. Schließen ihn weg, weg. Die drei haben nicht, aber die fahren, die kann man noch mitnehmen.
überlange Folge. Also, liebe Kollegen, liebe Freunde am Samstag, ich beende mal die heutige Folge. Ich sage mal Grüße und Winke-Winke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Sag mal Danke. Ansonsten hört und sieht man sich vielleicht zur nächsten Folge. Ciao, ciao, Winke-Winke. Ja.